Moin moin und herzlich willkommen zum letzten Lesemonat des Jahres 2021, und zwar dem Dezember, der für mich doch überraschend erfolgreicher ausgefallen ist, als ich zunächst im Gefühl hatte. Dann die ersten 2 Wochen habe ich überhaupt kein Buch beendet. Das kam aber auch, weil ich irgendwie 3 Bücher gleichzeitig gelesen habe in 2 Leserunden und eins noch für mich. Und deswegen habe ich irgendwie auch keins richtig beendet bekommen und dann auf einmal 3 gleichzeitig und dann fluppte es auf einmal. Ja, ich habe 7 Bücher gelesen und 7 Bücher auch als Neuzugänge bekommen im Tauschpaket, im Wichtelpaket, aber auch zu Weihnachten. Die werde ich euch dann an anderer Stelle nochmal vorstellen. Beim Wichtelpaket hab ich euch die Bücher ja schon gezeigt. Viele von den gelesenen Büchern sind natürlich auch Weihnachtsbücher, über die wir jetzt nochmal reden wollen, auch wenn jetzt Weihnachten schon vorbei ist. Aber ihr könnt euch das ja für nächstes Jahr notieren, wenn es euch anspricht. Beginnen möchte ich aber mit dem 3. Teil einer Trilogie, dem Finale der Grisha-Trilogie, nämlich Lodernde Schwingen von Leigh Bardugo. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich auch geschafft. Ich habe die Grisha-Trilogie gelesen, beendet und habe jetzt mir eine Basis geschaffen, um zu den Krähen überzugehen, was ja von Anfang an so auch ein bisschen mein Ziel war, denn viele schwärmen ja hauptsächlich von den Krähen und nicht so sehr von der Grisha-Reihe, aber es wird immer empfohlen, doch mit der Grisha-Reihe anzufangen, weil hier die Welt noch ein bisschen besser erklärt wird, das Magiesystem, und man dann auch irgendwie so ein bisschen die Entwicklung der Autoren nochmal mehr sieht, weil die Grisha-Reihe doch eher als Jugendbuch angesehen wird und die Krähen-Dialogie eher so ein bisschen für Erwachsenere geschrieben worden ist und auch von der Qualität einfach besser sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ja, mir hat die doch eigentlich ganz gut gefallen, die Reihe. Ich hatte ja so ein paar Vorbehalte, weil es ja doch eher in die Jugendbuchrichtung ging und auch viel, ja, Liebesfokus gesetzt war. Aber dadurch, dass ich es wusste und damit gerechnet habe, waren die Erwartungen nicht so hoch und deswegen konnte ich es ganz gut lesen. Es ließ sich super weglesen. Insgesamt die Reihe, und ich bin den Figuren auch relativ nahe gekommen. Es war spannend, es hatte gute Ideen, ich mochte das Setting, was ja so ein bisschen dem Russischen angelehnt war. Und daher ja, kann ich doch positiv von dem Buch berichten. Natürlich hatte ich so ein paar Augenrollmomente, weil es manchmal doch so ein bisschen zu sehr um das Liebesgeschehen ging und vor allem auch die Protagonistin irgendwie mehrere Anwärter hat, die sie irgendwie attraktiv, anziehend findet und dann aber doch sich zu jemandem anderen emotional hingezogen fühlte. Ja, okay. Aber gut, ich wusste es, wie gesagt, und konnte damit leben. Und was ich gut fand, ich würde es auch nicht als Romantasy betiteln, weil ich fand immer noch, dass die Story, die Handlung im Vordergrund stand. Sie war aber eben verwoben mit der Liebesgeschichte und deswegen konnte ich damit leben. Wir treffen hier auf Alina, und Alina, er arbeitet in der Armee als Kartografin und entdeckt aber, dass sie besondere Fähigkeiten hat, dass sie Licht heraufbeschwören kann. Und diese Sonnenkriegerin, die sie scheinbar zu sein scheint, ist verbunden mit einer Prophezeiung. Und somit bekommt sie natürlich sofort Aufmerksamkeit, besonders von dem Dunklen. Der Dunkle, der befehligt eben die Magier, die Grisha in diesem Buch. Und die Grisha können halt verschiedene Elemente heraufbeschwören, ob es Luft, Wasser ist oder auch den Körper heilen können oder aber auch den Körper vernichten können. Also jeder hat irgendwie so seine Begabung. Aber es gibt halt immer nur so bestimmte Sparten, und eine Sonnenkriegerin gab es bisher nicht, aber eben hängt damit viel zusammen und viel Macht hängt da vor allem auch mit zusammen, und die versucht eben der Dunkle für seine Machenschaften irgendwie einzusetzen. Und ob das nachher auch Alinas ja, Ziele sind, die der Dunkle hier verfolgt, das muss man sehen. Zunächst wird sie aber auch in eine Ausbildung geschickt, und das mochte ich natürlich sehr gerne. Und irgendwann hat ja, das Ganze auch etwas von einer Jagd, denn es gibt bestimmte magische Wesen, die von Mythen und Sagen umwoben sind und die besondere Macht bringen sollen, wenn man sie tötet. Und ja, diese sind auch jeweils immer auf den Covern drauf. Und das ist eben auch der größte Kritikpunkt, den ich an diese Reihe habe. Denn diese magischen Wesen, und ich fand die Idee richtig toll,
sind einfach nur Mittel zum Zweck. Es wird gar nicht berichtet, was das für tolle Wesen sind, was dahinter steckt. Und sie werden gar nicht, ja, mit leuchtenden Augen angeguckt, sondern es geht nur um die Macht, die sie bringen sollen. Und das habe ich so ein bisschen angekreidet. Hier gab es durchaus Potenzial, das irgendwie noch anders zu schreiben und gerade diesen Konflikt zwischen Macht und aber auch Ehrfurcht gegenüber diesen Wesen herzustellen. Das wurde aber nicht genutzt. Das fand ich sehr, sehr schade. Im dritten Band habe ich aber auch wieder sehr diese, ja, Beziehungen zwischen den Figuren genossen, die immer mehr zu einer Gruppe zusammengeschweißt sind, aber auch ihre Eigenheiten haben. Und ja, mittlerweile kennen die sich schon und man kennt sie auch als Leser. Und wie sie eben mit einer Gruppe agieren und alle so ihre Spleens haben, das macht dann schon Spaß, den Schlagabtausch mitzuerleben zwischen gewissen Personen. Ja. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und auch das Ende war nicht zu plötzlich. Und ja, das hat mir insgesamt gut gefallen. Ich würde der Reihe so 3, 3,5, ja, Sterne geben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Krähen-Dialogie, auf das Krähen-Duett, was ja in derselben Welt spielt, aber an einem anderen Ort, der so eher so in Richtung, ich glaube, Niederlande angelehnt ist. Und da geht es auch wieder um Grisha oder um, ja, eine Gruppe von jungen Leuten, die Begabungen haben und den Auftrag bekommen, einen Magier zu befreien. Ja, mal schauen, ob es mir gefallen wird. Noch sind die Bücher nicht bei mir eingezogen, aber ich habe vor, auf jeden Fall sie demnächst zu lesen. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Weihnachtsbüchern. Und zwar habe ich in unserem Buchclub All You Can Read dieses Buch hier gelesen, Willkommen im kleinen Grand Hotel von Felicity Pickford. Das haben wir als Rezensionsexemplar zugestellt bekommen vom Goldmann Verlag. Vielen lieben Dank dafür. Und es ist so ein kleines Büchlein und ich fand die Idee großartig und ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was dieses Buch angeht. Leider muss man sagen, weil die große Stärke in diesem Buch war die weihnachtliche Atmosphäre, die hier geschaffen wurde. Wir treffen hier auf eine Kinderbuchillustratorin, die es im Moment nicht leicht hat in ihrem Leben. Zunächst muss sie ja so ein bisschen versuchen, über Wasser sich zu halten, denn sie hat immer Geldprobleme und muss sich jetzt auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie kann sich aber so schlecht konzentrieren, weil auch in ihrem privaten Bereich es drunter und drüber geht, denn sie hat gerade so Probleme mit ihrer Beziehung oder hat gerade eine Beziehung beendet, aber hängt dieser immer noch in Gedanken sehr nach. Dann trifft auf einmal eine Einladung ein, und zwar eine Einladung vom kleinen Grand Hotel. Sie wird dort in die eingeladen, zu den Weihnachtsfeiertagen dort die Zeit zu verbringen. Und ja, sie weiß gar nicht, woher diese Einladung kommt, hält es zunächst für einen Marketing-Gag und will da eigentlich gar nicht drauf reinfallen. Aber dann ist sie doch neugierig und scheinbar, ja, hat ihr das irgendjemand geschenkt, man weiß es nicht so genau, dort die Tage zu verbringen. Es wird alles für sie bezahlt. Es ist halt ein sehr, sehr nobles Hotel, was sie sich nie leisten können würde. Das Hotel liegt sehr abgelegen in der rauen Umgebung an der Küste der Isle of Skye und sie kommt eben aus London und genießt das total, dorthin gehen zu dürfen, kann es aber zwischendurch immer nicht wahrhaben. Sie wird da wirklich von vorne bis hinten verwöhnt und bedient. Alle sind super freundlich, herzlich und offen und nehmen sie da auf. Es wird beschrieben, wie sie da essen geht, was sie da für Getränke trinkt und das wird alles so authentisch beschrieben und so lecker und so appetitanregend, dass man sich da am liebsten zugesellen würde. Also das hat dieses Buch unglaublich ausgemacht. Die Atmosphäre dieses großen Saals, dieser Prunk von diesem Hotel, aber trotzdem diese Gemütlichkeit, die verschiedenen Charaktere, die sie dort kennenlernt. Und das alles war ganz, ganz toll. Was mir hier auch wirklich sehr gut gefallen hat, war die Erzählerstimme. Denn es hatte so einen Märchenton. Wir haben immer wieder einen Erzähler gehabt, der so in den Vordergrund gerückt ist, der seine Kommentare abgegeben hat, der den Leser angesprochen hat oder manchmal auch die vierte Wand durchbrochen hat, indem er irgendwie, ja, das Erzählte in eine gewisse Wendung oder in eine gewisse Richtung drängt. Zum Beispiel hatten wir eine Szene, wo gerade die Charlotte
etwas gegessen hat und ganz viel verschiedene Gerichte aufgezählt worden sind, beschrieben worden sind, uns wirklich der Mund wässrig gemacht wurde. Und dann hat der Zähler gesagt, okay, jetzt lassen wir Charlotte aber mal ganz in Ruhe essen und wir wenden uns mal einen anderen Punkt zu. Und das war wirklich schön. Das passte so toll in dieses märchenhafte, weihnachtliche Setting zum Wohlfühlen und hat das Ganze noch schöner gemacht. Ja, das war wirklich auch ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat an diesem Buch. Dann kamen aber so einige Aspekte dazu, die ich einfach nicht gebraucht hätte. Und ich verstehe es einfach nicht, warum die hier eingeflochten worden sind. Die waren so unauthentisch und so drüber, dass ich das einfach nur ätzend fand. Es wurde nämlich hier so ein bisschen eine royale Geschichte mit eingebunden. Es gab Skandale, es gibt auf einmal den Premierminister, der hier auftaucht und es gibt auch so ein kleines politisches Element, was hier drin eingeführt wird, wo man so erst drüber stolpert und dann denkt, huch, was soll das denn jetzt hier? Also ich hatte da mit einer Wohlfühlgeschichte gerechnet, vielleicht mit so einer kleinen Liebeskitschgeschichte dabei, die zwar da war, aber überhaupt nicht ausgereift wurde, also dann hätte sie sich lieber darauf fokussieren sollen und noch mehr das Hotel in den Vordergrund stellen sollen, denn das war hier die Stärke. Auch die Sichtweise der Illustratorin in ihr, also dass sie immer alles zeichnen wollte, das war auch ganz, ganz toll gemacht. Aber nein, sie musste hier irgendwie noch skurrile, royale Peinlichkeiten mit reinpacken und ich habe diese Aufregung, die Protagonistin verspürt hat, überhaupt nicht gespürt. Ich fand das nur dämlich und blöd. Und diese Passagen musste ich leider irgendwie so ein bisschen, da musste ich mich durchkämpfen, leider. Und unsere Protagonistin war auch unglaublich nervig zwischendurch, denn sie hat sich über alles und jeden Gedanken gemacht und hat immer gedacht, sie wäre das Problem an allem und hat sich einfach unglaublich blöd runtergemacht. Und durchaus passiert mir das ja auch, dass man solche Gedanken hat, aber hier fand ich es einfach übertrieben. Ich kann euch ja mal ein Beispiel geben, sie hat mit jemandem dort geflirtet und hat mit ihm den ganzen Abend verbracht und es war total schön und er hat sie dann noch zu ihrem Zimmer gebracht und sie hätte ihn noch mit reingenommen, aber er ist gentlemanlike, hat sich verabschiedet und hat sie dann stehen gelassen und sie hat sich dann so geschämt dafür, dass sie ihn eigentlich hätte mit reinnehmen wollen, was für ein Flittchen sei sie doch, und dann hat sie sich am nächsten Tag noch bei der Barkeeperin entschuldigt und wollte da irgendwie auch Absolution. Und das fand ich einfach übertrieben, wie sie da reagiert hat. Und sie entdeckt ein Hausmädchen, das im Zimmer weint, in ihrem Zimmer, während sie da sauber macht, und sie entdeckt sie dort und denkt sofort, oh mein Gott, habe ich ihr kein Trinkgeld gegeben, weint sie deswegen? Also wie kann man solche Gedanken haben? Das fand ich einfach so bescheuert. Ja, also dieses Verhalten der Protagonistin in Kombination mit dieser royalen Geschichte und dem politischen Aspekt, den ich hier einfach nicht gebraucht hätte, hat mir das Buch leider zunichte gemacht. Ansonsten hätte es Potenzial für ein Lieblingsbuch gehabt. Wie gesagt, ich bin da sehr zwiegespalten. Es gab Momente, wo ich einfach so verzaubert war von diesem kleinen Hotel. Es hat mich auch so ein bisschen an das Wolkenschloss von Kerstin Gier erinnert. Auch da hatte man ja diese herrliche Wohlfühlatmosphäre, dieses weihnachtliche, altehrwürdige, gemütliche und dann mit dem Essen, was da beschrieben wurde, einfach ganz, ganz toll. Und ja, da hätte man einfach was draus machen können. Und letztendlich hat es mich dann irgendwie ganz zwiespältig zurückgelassen, aber insgesamt kann ich es leider nur mittelmäßig bewerten und auch es wieder ausziehen lassen. Also es wird leider kein Lieblingsbuch von mir. Es soll tatsächlich noch einen zweiten Band geben. Da werde ich um so ein kleines Geheimnis, was hier jetzt noch offen geblieben ist, für mich aufzulösen, werde ich da kurz nur mal reingucken, vielleicht auf dem Klappentext oder mal die ersten Seiten lesen, aber ich werde es, glaube ich, nicht komplett lesen, auch wenn ich, wie gesagt, die Idee und das Setting unglaublich schön fand. Ja, leider war das nichts. Das nächste war
aber umso mehr etwas für mich. Auch wieder eine Leserunde und zwar mit der lieben Anja vom Kanal Book Friends Forever. Das Mädchen, das Weihnachten rettete von Matt Haig haben wir zusammen gelesen. Das ist ja der zweite Teil der Weihnachtstrilogie von Matt Haig. Und Anja ist ja auch so ein großer Matt Haig-Fan und da habe ich sie einfach gefragt, ob wir das zusammen lesen wollen, weil ich das eh vorhatte, die Reihe dann im Dezember zu beenden. Und ja, haben wir gemacht. Den ersten Teil hatten wir nämlich schon beide gelesen. Ach so, ja, den ersten Teil habe ich ja nochmal gereadet. Ich dachte, das wäre im Dezember, aber ich habe es Ende November, habe ich den ersten Teil gelesen, um dann nochmal reinzukommen. Und das war auch wirklich gut, damit ich da wieder hineinkomme und einiges wieder auffrische. Und den zweiten Teil fand ich genauso toll wie den ersten, wenn nicht sogar noch ein Tickchen besser. Aber ja, ist wirklich sehr gleichwertig. Hier geht es eben wieder um den Weihnachtsmann, wie im ersten Teil auch schon, aber eben nicht nur. Er ist wieder dabei, Weihnachten vorzubereiten, hat aber das Problem, dass nicht genug Weihnachtszauber in der Luft liegt. Das bedeutet, dass nicht genug Menschen, nicht genug Kinder an Wunder glaubt. Und er hofft deswegen auf Amelia, denn Amelia war diejenige, die als erstes ganz doll an Wunder geglaubt hat und weswegen überhaupt Weihnachten ermöglicht wurde. Und er hofft, dass sie wieder ganz viel Energie dazu gibt. Aber sie steckt gerade in einer Klemme, denn ihre Mutter ist todkrank. Und sie lebt eh schon ein sehr, sehr armes Leben, muss die ganze Zeit arbeiten, ist eine ja, Schornsteinfegerin und muss halt für ihre Mutter mitarbeiten. Und sie wünscht sich ganz, ganz doll von dem Weihnachtsmann, dass er ihre Mutter heilt. Und ja, würde auch alle anderen Wünsche hinten anstellen, nur das soll er bitte machen. Und sie glaubt daran, aber ja, durch die Probleme des Weihnachtsmanns kann er da nicht drauf reagieren. Und ihre Mutter wird leider nicht mehr gesund und sie muss ins Arbeitshaus gehen und fristet dort wirklich ein erbärmliches Leben, wird dort ganz schlecht behandelt, muss ganz viel arbeiten und sie verliert mehr und mehr die Hoffnung, was dem Weihnachtsmann natürlich auch nicht zugute kommt. Ja, und wie die beiden vielleicht doch noch zusammenkommen und ja, vielleicht doch noch irgendwie Hoffnung wieder einkehrt, das müsst ihr hier lesen. Es ist sehr tragisch und sehr traurig zum einen, aber bei Matt Haig darf der skurrile und schwarze Humor einfach nicht fehlen. Der ist hier ganz, ganz viel vertreten und was uns einfach auch so gut gefallen hat, ist diese Detailverliebtheit. Also so viele lustige kleine Details, die einen immer wieder zum Schmunzeln bringen, so viel Kreativität da drin steckt. Es gibt auch so viele tolle Anspielungen auf heutige Traditionen, die denn hier irgendwo entstanden sind durch irgendeinen Vorfall. Und es gibt aber auch historische Figuren, die es wirklich gab. Wir treffen hier zum Beispiel auf einen Schriftsteller und das fand ich unglaublich cool. Und wir treffen hier auch auf Figuren aus einem Roman dieses Schriftstellers, wo ich denke, der erinnert mich aber sehr an diese Person. Ich möchte es jetzt nicht sagen, weil einfach das so toll war, das selbst zu entdecken. Und wir treffen auch auf die Queen, auf die derzeitige. Und ach, das war einfach herrlich, lustig und total rührend, aber zwischendrin auch. Ich finde es schön, obwohl diese Szenen zwischendrin so hoffnungslos erscheinen und so trüb sind und so traurig, gibt es immer einen Hoffnungsschimmer. Es gibt immer auch Menschen dazwischen, die so ein warmes Herz haben und so gutmütig sind und Amelia weiterhelfen oder auch den Weihnachtsmann. Und das macht einfach Freude zu leben hier, lesen. Es war einfach alles enthalten, was man für Emotionen braucht, um ein gutes Buch also zu feiern. Und ich habe das einfach sehr, sehr glücklich geschlossen, das Buch. Und ja, es spielt nicht nur in London, sondern eben auch in der im Wichtelgrund, also da, wo der Weihnachtsmann wohnt. Und da gibt es natürlich auch einige Problemchen. Ach, es ist auch so schön aufgemacht. Also außen sowie auch innen drin mit ganz vielen tollen Illustrationen. Und da war eine schöne, die möchte ich euch zeigen. Wie so ein Wimmelbuch. Ja, und es gibt hier so viele tolle Figuren, die einfach ins Herz geschlossen haben. Besonders Blitz, das Rentier, das Lieblingsrentier vom Weihnachtsmann. Der ist einfach herrlich, ja, weil er einfach aus Protest oder wenn er irgendjemanden nicht mag, dann pinkelt er dort einfach irgendwie dem ans Bein oder auf den Teppich oder sonst wie. Ja, und ich hatte Lust, die Reihe gleich noch weiterzuführen und gleich noch weiterzulesen.
Da ist der dritte und letzte Teil, Ich und der Weihnachtsmann, natürlich auch von Matt Haig und natürlich auch wieder unglaublich schön aufgemacht. Diesmal habe ich es alleine gelesen, weil Anja wollte sich das gerne fürs nächste Weihnachten aufbewahren, kann ich auch verstehen, aber ich wollte es jetzt. Ich war so drin und dachte, ja, ich habe es jetzt schon hier und ich möchte es denn jetzt auch beenden. Ja, auch hier fand ich die Idee wieder großartig. Hier treffen wir wieder auf Amelia und wieder auf den Weihnachtsmann. Und es geht so ein bisschen um den Alltag in Wichtelgrund. Hier befinden wir uns gar nicht mehr in der Menschenwelt. Und das ist auch so ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand. In den ersten beiden Teilen haben wir uns eben in dieser fantastischen Welt befunden, aber auch immer in der realen Menschenwelt. Und das wurde immer so schön miteinander verbunden. Hier befinden wir uns hauptsächlich oder eigentlich nur im Wichtelgrund und wie Amelia dort zurechtkommt und dort auch zur Schule geht und ihr Schulalltag und wie sie dort ja merkt, dass sie einfach anders ist und von den Wichteln seltsam beäugt wird. Und das ist natürlich wieder sehr tragisch, aber auch gut auf unsere Zeit ja, und auf andere Thematiken in unserer Welt auch natürlich zu übertragen sind. Und da habe ich eben auch schon so ein bisschen Kritikpunkt, dass es so zu offensichtlich diese Themen angesprochen habe, diese Fremdenfeindlichkeit und dieses Mobbing, dieses Ausgegrenztsein, dieses Anderssein. Wichtige Themen, aber hier hatte ich irgendwie eher das Gefühl, ja, dass das im Vordergrund stand und nicht die Geschichte selbst. Was ich auch nicht so schön fand wie im ersten und zweiten Band, ist die Erzählperspektive. Denn hier haben wir es aus der Ich-Perspektive erzählt bekommen von Amelia. Und damit geht so ein bisschen dieser Erzähler, diese Erzählerstimme verloren, die sich ab und zu immer mal so ein bisschen einmischt. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das auch so ein bisschen das Besondere ausgemacht hat, dass der Erzähler immer eingegriffen hat und ja, über die Situation auch so seine Kommentare abgegeben hat. Und das geht natürlich damit so ein bisschen verloren, dass wir wissen, dass hier Amelia diejenige ist, die die Geschichte erzählt aus ihrer Sicht, aus der Ich-Perspektive. Ich hatte mich sehr drauf gefreut, die Quer-Story, die ich hier schon auf den Klappentext bekommen habe, zu lesen, da habe ich mich schon darauf gefreut. Es geht nämlich auch um Kaninchen, besser gesagt um den Osterhasen, der hier eine Rolle spielt. Da habe ich mich so drauf gefreut. Das kam leider tatsächlich erst in der zweiten Hälfte, wenn nicht sogar im letzten Drittel erst. Und da hätte ich eher so ein bisschen den Fokus drauf gelegt. Also das ist leider für mich der schwächste Teil. Trotzdem hat er mir Spaß gemacht, auch wieder wunderschön aufgemacht und natürlich auch wieder rührende Szenen dabei. Und ja, war natürlich auch schön, die ganzen Figuren wiederzutreffen. Und ich habe mir auch zwei Textstellen markiert. Die möchte ich euch tatsächlich auch einmal vorlesen. Einmal fand ich dieses Zitat sehr, sehr schön. Hier werden Bücher und Bäume miteinander verglichen. Bücher und Bäume, das ist praktisch dasselbe. Meine Tante sagte immer, Bücher sind Bäume, die träumen. Ja, fand ich irgendwie total niedlich, weil ja aus Bäumen, aus Holz eben auch Bücher gemacht werden sozusagen. Und ja, das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Zitat, was noch nicht so abgelutscht ist. Man kennt ja so einige, die auch sehr schön sind, aber die man halt eben, ja, schon 100.000 Mal gehört hat. Und was ich ja auch immer sehr, sehr gerne lese oder was für mich einfach dazugehört, ist die Danksagung der Autoren. Und was ich einfach immer gerne mag, ist, wenn die Autoren auch da nochmal ihre Kreativität reinlegen und nicht einfach nur Namen aufzählen und das einfach sehr, sehr trocken machen, sondern auch da ihr kreatives Schreiben ausleben. Und das hat hier Matt Haig wieder so wunderbar gemacht. Und er hat nicht nur, was man eben so macht, allen seinen Bekannten und beruflichen Kollegen und so weiter gedankt, sondern auch den Lesern. Vor allem danken möchte ich dir, Leserin oder Leser. Ich finde, du hast das Buch sehr gut gelesen. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Gut gemacht. Ja, so eine Danksagung an Leser habe ich auch noch nicht gelesen und ich fand das irgendwie wieder so lustig. Und ja, das zeigt einfach, was für ein Humor Matt Haig hat. Und ich finde es immer schön, wenn auch diese
ja, vierte Wand, wie ich immer so schön sage, aufgebrochen wird, also der Leser angesprochen wird, auf einer anderen Ebene der Erzähler mit einem kommuniziert und einen dann noch mehr in die Geschichte hineinsaugt. Und ja, das hat mich dann wieder so ein bisschen versöhnt, auch wenn ich so ein bisschen enttäuscht und schade fand, weil ich einfach gedacht habe, das wird auch nochmal so ein Highlight wie Band 1 und 2. Ja, aber trotzdem toll. Also insgesamt kann ich die Reihe auf jeden Fall oder die Trilogie auf jeden Fall empfehlen. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch ein Band. Kann ja durchaus sein. So, und wir schließen jetzt mal ab mit dem letzten, mit dem nächsten und letzten Weihnachtsbuch für Dezember, für diesen Monat. Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Habe ich von der lieben Claudia zugeschickt bekommen als Überraschungs-Weihnachtspost. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist ihr Exemplar, was sie auch gelesen hatte. Und ich habe das auch auf dem Wunschzettel gehabt. Und ja, einfach eine sehr, sehr schöne Idee. Ein sehr besonderes Buch. Hier sind alle Briefe oder viele Briefe von Tolkien abgedruckt, die er seinen Kindern geschrieben hat. Und er hat so getan, als wäre er der Weihnachtsmann und hat eben ja aus der Sicht des Weihnachtsmanns erzählt, was er so am Nordpol erlebt und was alles so vorgefallen ist, ob er gerade wieder Stress hat und wird da vielleicht von irgendwelchen Plagegeistern verfolgt oder kommt es zu einem Krieg oder ist der Polarbär wieder frech gewesen und hat irgendwas angestellt. Und ja, es gibt einmal die Abbildungen der Briefe. Ich kann euch mal einen zeigen. Na, komm. Hier zum Beispiel. Es werden immer die Originalbriefe abgedruckt und daneben ist dann sozusagen in Druckbuchstaben und übersetzt der Brief nochmal zum Lesen, weil es doch gar nicht so einfach ist, das Ganze immer zu entziffern. Und zusätzlich hat er nicht nur jedes Jahr Briefe geschrieben aus der Sicht des Weihnachtsmanns, sondern er hat auch immer Illustrationen dazugelegt. Hier zum Beispiel hat er das Haus des Weihnachtsmanns von innen gemalt und da ist der Polarbär mit den ganzen Geschenkpäckchen die Treppe runtergestürzt. Ich weiß nicht, da unten könnt ihr ihn vielleicht erkennen. Ja, und das Lustige ist halt, dass man nach und nach, also dass die Briefe nicht so in sich abgeschlossen sind, sondern es wie Fortsetzungen sind. Also man lernt immer mehr Figuren kennen, mit denen der Weihnachtsmann zusammen lebt. Und natürlich der Polarbär ist derjenige, der am meisten und am meisten auftaucht. Hier habt ihr nochmal eine schöne Illustration. Und der immer wieder auch freche Sprüche bringt und auch eben die Briefe vom Weihnachtsmann nochmal kommentiert. Die sind dann in Druckbuchstaben abgedruckt und er ja, kommentiert das immer, das Ganze. Das ist doch gar nicht wahr oder Frechheit oder so. Und ich glaube, dass es für die Kinder auch immer sehr, sehr lustig war. Also wirklich sehr niedlich gemacht und ja, irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Tradition, die er da eingeführt hat. Also scheinbar haben ihn seine Kinder auch immer geantwortet und auch dem Weihnachtsmann immer Briefe geschrieben. Die sind jetzt hier nicht abgedruckt worden, sondern eben nur seine, die er den Kindern geschrieben hat. Es ist auch immer die Jahreszahl mit angegeben, also wann er geschrieben hat. Interessant fand ich, dass er immer noch so ein bisschen, das war ja auch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, der hier dann irgendwann begonnen hat. Und auch das findet sich immer so ein bisschen wieder in so kleinen Randbemerkungen, dass er ja gerade sehr viel zu tun hat und es nicht so einfach ist, zu den ganzen Kindern zu gelangen und sie in Not sind und ja, was jetzt gerade so auf der Welt passiert und er am Nordpol zum Glück das gar nicht so sehr mitbekommt. Ja, also eine sehr interessante, ja, so ein kleiner Einblick. Ich fand das Ganze auch sehr persönlich, dass er das hier jetzt so abdrucken hat lassen. Also immerhin hat er die Kinderbriefe da jetzt nicht mit abdrucken lassen. Aber insgesamt fand ich es irgendwie niedlich. Auch gab es immer so kleine Anspielungen auf den Vater der Familie, der ja selber war. Und ja, auch auf die Kinder, die so langsam groß werden und die ihm ja nicht mehr schreiben und sie sollen sie aber grüßen und er glaubt da ja, ja, die glauben natürlich dann nicht mehr dran, aber sie sollen trotzdem gegrüßt werden. Also das fand ich irgendwie ganz niedlich, also so zwischen den Zeilen zu lesen und nicht nur die Inhalte der Briefe waren irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, eine neue Ausgabe im Schuber, aber ich finde auch die alte wirklich wunderschön weihnachtlich
und natürlich auch toll aufgemacht. Ja, für Tolkien-Fan schön, aber ich finde, muss man jetzt nicht unbedingt Tolkien-Fan sein, um dieses Buch genießen zu können. Dann habe ich noch ein ganz dünnes Büchlein gelesen, und zwar ist es Alissa im Drunterland von Fabienne Siegmund. Das habe ich ja im Wichtelpaket von der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland bekommen, und ja, da hätte ich mich nicht wundern müssen oder habe ich mich nicht gewundert, als ich dieses Buch ausgepackt habe, dass sie genau dieses Buch von meiner Wunschliste ausgewählt hat, denn sie ist ja auch ein großer Alice im Wunderland-Fan und das ist natürlich eine Adaption dazu. Das Buch hat tatsächlich nur 70 Seiten, glaube ich. Schauen wir nochmal, nee, 80 Seiten und spielt eben auf Alice im Wunderland an, aber hat nochmal so seine ganz eigenen Ideen. Und zwar treffen wir hier auf Alissa, und Alissa hat ihr Leben lang immer eine Treppe, eine Wendeltreppe vor Augen. Sie träumt davon, sie hat Tagträume und sie kann eben sehr gut zeichnen, und sie zeichnet diese Treppe immer wieder auf. Es ist eine Wendeltreppe, die aus verschiedenen Stufen besteht, und die Stufen bestehen aus verschiedensten Materialien. Manchmal sind sie Steine, manchmal sind sie moosbewachsen oder bepflanzt, und ja, eine sehr, sehr fantasievolle Treppe, also die sehr, sehr lang ist, und immer wieder erscheint sie ihr, und sie kann nicht sagen, warum. Eines Tages sitzt sie in der Bahn, und es kommt in der Spiegelung, erscheint ihr ein Mann, der ihr einen Auftrag gibt und sie um Hilfe bittet, aber sie weiß gar nicht genau, was sie machen soll. Er sagt aber, sie soll in ein Uhrengeschäft gehen, und genau bei der nächsten Station, wo sie aussteigt, sieht sie diesen Uhrenladen, den sie vorher nie dort entdeckt hat, und der ist sehr wundersam, als sie dort reinkommt, und sie wird dort von einem Mann, von dem Uhrmacher, begrüßt, und na, endlich bist du da, ich führe dich hinein, und im hinteren Bereich des Ladens ist genau die Treppe, von der sie immer geträumt hat und die ihr immer erschienen ist, und sie macht sich jetzt eben ja ins Drunterland auf den Weg. Auf dieser Treppe begegnen ihr natürlich auch so manche Kreaturen, und irgendwann kommt sie im Drunterland an. Und ja, es gibt auch hier das Wunderland. Das Drunterland liegt eben darunter. Und sie muss eben dieses Drunterland helfen. Es scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Und sie ist halt eben die Einzige, die dort helfen kann. Sie muss aber erstmal herausfinden, was dort überhaupt los ist. Sie versteht es nicht, und alle sprechen in Rätseln mit ihr. Nur was immer wieder auftaucht, ist der Satz, es hummelt nicht mehr im Lavendel. Und das ist mir auch mit am meisten im Kopf geblieben. Dieser Satz, es hummelt nicht mehr im Lavendel, fand ich so süß. Es gibt da eben große Lavendelfelder, wo eben viele Hummeln waren vorher. Und ja, jetzt hummelt es aber leider nicht mehr im Lavendel. Es gibt viele Kreaturen, die eben an bestimmte Figuren aus Alice im Wunderland erinnern, aber doch ihr ganz eigenen Spleen haben. Es ist alles sehr wundersam, ein bisschen skurril, aber auch märchenhaft. Fabienne Siegmund schreibt ja immer sehr symbolisch, und ich fand es sehr, sehr schön. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Es gibt eine Illustration hier. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, das ist mir doch ein bisschen zu kurz war. Also es ist zwar in sich abgeschlossen, also es ist jetzt nicht irgendwie ein offenes Ende, und das ist dann für mich okay. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwie nur das erste Kapitel einer Geschichte zu lesen, sondern sie ist schon abgeschlossen. Aber ich finde, man hätte sie durchaus erweitern können und die Reise von Alissa im Drunterland noch ein bisschen ausweiten können. Deswegen ist es für mich dann doch ein bisschen zu wenig, um es für mich zu einem Herzensbuch zu machen. Aber alle, die Alice im Wunderland mögen und auch dieses verträumte, wunderliche irgendwie gerne mag und auch so ein bisschen Symbolisches dahinter entdecken möchte, der kann das auf jeden Fall gerne lesen. Ich kann es doch auf jeden Fall weiterempfehlen. Hat mir gut gefallen. Auch wenn ich vielleicht ja doch ein paar hundert Seiten noch dran gehangen hätte, damit es ein richtiger Roman daraus geworden wäre. Und jetzt kommen wir last but not least zu meinem
Highlight, zu meinem Monats- und Jahreshighlight. Ich habe da schon von geschwärmt. Ich werde jetzt ein letztes Mal da nochmal von schwärmen und dann ist hoffentlich erstmal Ruhe. Ja, es gibt manchmal so Bücher und Reihen, über die man irgendwie wochenlang gefühlt dauernd spricht. Auch über Matt Haigs Weihnachtsreihe habe ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft geschwärmt. Aber auch zu Recht. Und auch bei dieser Reihe schwärme ich zu Recht. Die Hexe und der Winterzauber von Catherine Arden. Das ist der dritte und letzte Teil der Winternacht-Reihe oder Trilogie von ihr. Und Band 1 und 2 fand ich auch schon zauberhaft. Band 1 habe ich im Jahr 2020 gelesen, Band 2 dann im Januar 2021 und Band 3 jetzt im Dezember. Und ach, es ist so wunderschön. Ich bin so verzaubert. Es spielt in einem mittelalterlichen Russland oder einer Welt, die angelehnt ist an Russland. Und es ist sehr, sehr verschneit, sehr, sehr eisig. Passt also perfekt in den Winter. Es ist sehr märchenhaft geschrieben. Es ist eine sehr atmosphärische Geschichte, aber auch eine sehr stille Geschichte, die jetzt aber im dritten Band doch rasanter wird und auch actionreicher. Im ersten Band treffen wir auf Vasya. Sie ist ein sehr junges und ein sehr wildes Kind, was sich nicht zähmen lässt und immer wieder in der Natur draußen ist. Sie bekommt von ihrer Amme Dunja immer Geschichten erzählt, genauso wie ihre Geschwister diese Geschichten erzählt bekommen. Aber für sie sind diese Geschichten, diese Mythen und Sagen wahr, denn sie kann die Fabelwesen aus diesen Geschichten sehen und mit ihnen kommunizieren und einige davon sind auch ihre Freunde. Aber eines Tages kommt ein Priester in ihr Dorf und der will eben den christlichen Glauben an die Menschen bringen und ihnen die alten Traditionen austreiben. Und je weniger Leute an diese Fabelwesen glauben, an diese magischen Wesen, desto schwächer werden sie. Sie brauchen eben diesen Glauben und aber auch die Opfer, die Brote, die sie immer dargelegt bekommen. Einfach diese Aufmerksamkeit brauchen sie, um zu überleben. Und Vasya möchte natürlich verhindern, dass die irgendwie einfach so sang- und klanglos verschwinden und schwächer werden. Gleichzeitig gibt es eine böse Macht, die im Wald erwacht und ja, an was ja großes Interesse hegt und was ja weiß gar nicht richtig warum, aber es ist eine große Bedrohung. Ja, Väterchen Frost, das Märchen, spielt eine große Rolle hier in den Büchern, wird neu ausgelegt, aber auch viele andere russische Mythen und Sagen, die ich natürlich noch nicht kannte, aber mir hat zum Beispiel auch eine Zuschauerin geschrieben, dass sie aufgewachsen ist in Russland oder mit diesen Mythen und Märchen und Sagen eben aufgewachsen ist und hier vieles wiedererkannt hat. Beides schön. Also ich finde es schön, wenn man mal was anderes liest, was Erfrischendes oder eben, wenn man das natürlich wiedererkennt aus seiner Kindheit, hat das natürlich noch mehr Nostalgie. Es ist sehr naturverbunden. Diese Wesen, die dort leben, die leben eben ja mit der Natur und es gibt so tolle Figuren. Im dritten Band, im zweiten und im dritten ist es so ein bisschen Aufbruchstimmung, Vasya verlässt ihr Dorf, sie wird als Hexe verschrien und muss so ein bisschen muss so ein bisschen fliehen vor einigen Leuten. Sie kommt irgendwann in Moskau an und muss sich dort als junger Mann verkleiden, damit sie auch ihre Freiheiten behält. Und sie gerät aber auch dort wieder ja, so ein bisschen ins Visier. Zunächst positiv, kommt auch zum Großfürsten an den Hof. Aber dort ist es natürlich noch wichtiger, ihre wahre Identität zu verstecken. Und auch dort gibt es wieder Bedrohungen, die sie versucht abzuwenden. Aber sie muss natürlich die Art und Weise, wie sie das abwendet, nämlich mit Magie, mit den Zauberwesen muss sie auch verstecken, damit sie nicht wieder als Hexe verjagt wird. Und im dritten eskaliert das natürlich und da wird nochmal besonders klar, wie sehr sie im Zwiespalt steckt und wie sehr sie zwischen die Fronten gerät, zwischen den Menschen und zwischen den magischen Wesen. Denn sie hat von beiden etwas und gehört nicht so richtig dort und nicht richtig dorthin. Aber es ist natürlich auch die Chance, die beiden Welten zu einen, dass die irgendwie doch zusammenleben können in dieser Welt. Die erste Hälfte des Buches fand ich einfach nur zauberhaft, weil was ja dort hauptsächlich in der Zauberwelt lebt und viel wieder in der Natur ist. Es gab ganz am Anfang des Buches eine Szene, die hat mir das Herz
zerbrochen, zerrissen, herausgerissen. Ich wollte das Buch schon erstmal weglegen, dachte, nee, das verzeihe ich der Autorin nicht, dass sie das gemacht hat. Ja, aber Vassia war genauso am Boden zerstört und so konnte ich mit ihr richtig mitleiden. Aber dann kam, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Kapitel, die mich so sehr, die ich so sehr geliebt habe, wieder in diesen eisigen Wald gespielt haben, in dem verschneiten Wald. Was ich einfach besonders gerne mag in dieser Geschichte ist, dass es auch viel um Pferde geht und auch besonders auch um die Beziehung zwischen Vassia und den Pferden. Und es sind halt auch eben besondere Pferde, die besonders schnell sind, wilde Pferde, die sich aber auch in Vögel verwandeln können. Das finde ich alleine schon toll. Aber auch diese kleinen magischen Hausgeister und Waldgeister, einen hat es mir auch besonders angetan, das ist Dead Grip. Übersetzt heißt das der Großvater Pilz und das war eben ja der Meister der Pilze und der hat sich was ja auch irgendwann angeschlossen und der war so herrlich, der hat sich immer ja dafür eingesetzt, dass er der Erste wäre, der sich auf ihre Seite gestellt hat und das wollte er immer wieder betonen, aber es ist nachher wirklich zu einem sehr wichtigen Verbündeten geworden, obwohl man denkt, was soll ein Pilzmännchen denn ausrichten? Ja, ganz, ganz toll und irgendwie auch ja rührend. Die zweite Hälfte war mir dann tatsächlich, also es ging dann nachher auf das Finale draus und das Finale war halt ein Krieg. Und ich mag diese Schlachtengetue nicht so gerne. Das war aber jetzt so und das Gute war, dass die Schlachten nie zu sehr, ja, ausgeufert sind und man nicht die einzelnen Kämpfe wirklich jedes Detail beschrieben wurde, sondern es immer trotzdem immer noch magisch geblieben ist und dass das schnell abgehandelt wurde und trotzdem authentisch wirkte. Also ich habe die letzten Seiten, obwohl ich ein bisschen hinterhergetrauert habe, der ersten Hälfte, habe ich die Seiten so weggelesen, wirklich ein Page-Turner für mich gewesen, wirklich die letzten 200 Seiten einfach so am Stück gelesen. Und es musste ja auch irgendwie auf so einem Höhepunkt hinauslaufen. Ich hätte mir einen etwas anderen gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Aber letztendlich war ich auch so gefesselt und die Schlacht hatte dann auch Sinn gemacht. Auch das Ende fand ich gut. Ich hatte da so ein bisschen Angst vor, weil ich ja diese Reihe so geliebt habe und ich wollte jetzt auch, dass sie dann ein gutes, befriedigendes Ende bekommt. Ich mag ja immer gerne, wenn die Autoren sich Zeit lassen, die Stränge zu Ende zu führen, beziehungsweise nicht einfach so, ja, als Leser so stehen lässt und es einfach so mittendrin endet. Was so ein bisschen blöd war, das war aber meine eigene Blödheit, ich wusste, dass das Buch 520 Seiten hat, 525. Aber was ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass es 20 Seiten Glossar gab und Anmerkungen und somit die Geschichte 20 Seiten vorher Schluss war, als ich gedacht habe. Da war ich dann doch ein bisschen überrumpelt und auch ein bisschen traurig. Da habe ich richtig laut aufgerufen, oh nein! Was dann auch ja, dafür spricht, wie sehr ich diese Figuren und diese Welt vermissen werde, dass sie dann auf einmal weg waren. Aber ich war dann doch, also das Ende war schon gut. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen mehr bei Vassia Zeit verbracht und es wurden noch so ein paar Sachen angedeutet, die sie jetzt vorhat, wo sie jetzt hinreisen möchte, hätte ich gerne mit ihr noch miterlebt. Obwohl es natürlich auch schön ist, so ein bisschen eine Perspektive zu bekommen, wo man dann noch weiter träumen kann als Leser und das irgendwie weiterspinnen kann. Das ist jetzt nicht abgeschlossen und sie lebten glücklich und zufrieden, sondern dass man das noch weiterspinnen kann. Ja, normalerweise sage ich, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn es am rundesten ist. Aber hier würde ich mich tatsächlich freuen, wenn die Autorin da noch eine Reihe ranhängen würde. Aber ich würde auch lesen, wenn sie eine neue Reihe schreiben würde, ganz abseits von dieser Story, weil ich ihren Schreibstil einfach sehr mochte. Die Autorin ist keine Russin, aber sie hat, glaube ich, russische Literatur studiert. Und deswegen, also man hat es jetzt nicht gemerkt, dass sie aus einer anderen Kultur kommt, sondern dass sie da durchaus viel Wissen hat, beziehungsweise auch viel recherchiert hat und eben auch wahre Begebenheiten mit rein
verflochten hat, nicht nur Mythen und Sagen, sondern auch wirklich historische Figuren. Ich habe sie natürlich nicht wiedererkannt, aber es war interessant, dann im Nachwort zu lesen, welche Figuren es tatsächlich gegeben hat und dass auch diese Schlacht, die am Ende das Finale war, dass es die gegeben hat und sie das einfach noch ein bisschen umgesponnen hat. Das fand ich interessant zu lesen und wirkt auf jeden Fall sehr authentisch. Ja, da habe ich jetzt viel von geschwärmt und es ist eines meiner Jahreshighlights, also ganz oben mit dabei. Ich habe euch ja jetzt gerade erst die besten Reihenfortsetzungen vorgestellt, die ich im Jahr 2021 gelesen habe. Schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber kleiner Spoiler, von dieser Reihe werde ich auf jeden Fall auch sehr schwärmen noch. Okay, das war mein Lesemonat Dezember 2021, mit dem ich sehr zufrieden bin, weil ich da nochmal, ich glaube, 3 Reihen beendet habe, was irgendwie ein gutes Gefühl war und auch wirklich tolle Bücher dabei waren, wieder Leserunden mit lieben Menschen, mit viel Kontakt mit lieben Menschen verbunden war. Das war sehr, sehr erfolgreich, sehr schöner Abschluss und jetzt starte ich dann mit viel Energie und Elan in das neue Lesejahr, in den neuen Lesemonat und werde euch natürlich da auch berichten, was dann die ersten gelesenen Bücher im Jahr 2021, nein, im Jahr 2022 waren. Jetzt wünsche ich euch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!